Hallo Jungs und Mädels, willkommen an diesem wunderschönen Sommertag. Heute geht es um das Knien im Kanadier. Wenn ihr jetzt denkt, what? Knien im Kanadier? Ich bin noch nicht Willy Brandt, dann wartet mal ab. Das Knien oder besser diese Mischung aus Sitzen und Knien ist super bequem, stabil und bietet eine perfekte Verbindung zum Bootsrumpf. Mit dem Hintern lehnt ihr auf dem Sitz wie auf einem Barhocker, während ihr mit den Schienbeinen und Knien Kontakt zum Boot haltet. Dadurch sitzt ihr sehr aufrecht und das Becken ist leicht nach vorne geneigt. So könnt ihr die gesamte Kraft für eure Paddelschläge mit der Rumpfmuskulatur erzeugen und ihr schont eure Lendenwirbel. In dieser Haltung lässt sich der Oberkörper leicht verdrehen und ihr könnt jede Seite eures Bootes einfach und sicher mit dem Paddel erreichen. Auf den Knien könnt ihr euch auch frei im Boot bewegen, um zum Beispiel die Rumpfneigung zu verändern, den Schwerpunkt zu verlagern oder die Position zu wechseln, was bei vielen Freestyle-Manövern hilfreich ist. Wichtig für das Knien sind auch eine geeignete Polsterung für die Knie, Schienbeine und Füße, geeignete Schuhe und dass der Sitz nicht zu niedrig eingebaut ist. Zur Schonung der Beine gibt es spezielle Kniematten. Die sind rutschfest, bieten eine angenehme Oberseite für den Beinkontakt und verhindern Druckstellen bei gleichzeitig guter Verbindung zum Boot. Diese Matten sind zwar nicht ganz billig, halten aber recht lang und sind definitiv eine lohnende Investition, wenn man sich im Boot bewegen möchte. Für den Anfang und wenn ihr damit zurechtkommt, tut es aber auch ein Stück von einer Yoga- oder Isomatte. Die verrutschen jedoch leichter und wenn man keine langen Hosen trägt und barfuß paddelt, kann man sich leicht die Knie und Füße daran aufreiben. Im Sommer paddel ich am liebsten barfuß. Für kältere Tage gibt es Neoprensocken oder spezielle Paddelschuhe. Egal was ihr tragt, wichtig ist, dass ihr eure Füße gut bewegen könnt und dass auf dem Fußrücken keine Verschlüsse oder Schnürungen stören. Wenn euer Sitz die richtige Höhe hat und ihr keine störenden Schuhe tragt, dann solltet ihr eigentlich problemlos knien können. Wenn ihr Probleme habt, eure Füße mit dem Fußrücken flach auf dem Bootsboden aufzulegen, dann helfen euch vielleicht ein paar Lockerungsübungen. Diese Übungen macht ihr am besten, bevor ihr ins Boot steigt. Oder ihr baut sie in euren Alltag ein. Zunächst könnt ihr eure Fußspitzen locker im Kreis bewegen und nach ein paar Runden die Richtung wechseln. Anschließend bewegt ihr sie ganz langsam auf und ab. Wichtig dabei, nicht bis an die Grenzen gehen, sondern die Bewegung vorsichtig ausweiten. So lernen eure Füße ihren natürlichen Bewegungsspielraum neu kennen, ohne dass die Muskeln eine Abwehrspannung aufbauen. Und natürlich hilft es auch, viel Zeit im Boot zu verbringen und von Zeit zu Zeit mal die Füße hochzulegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da und abonniert diesen Channel, damit ihr kein Video verpasst. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie eure Paddelschläge super effizient, körperschonend und knackig macht. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit auf dem Wasser. Macht's gut. Ciao.